Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der FIFA 17 Rating Predictions. Wir sind wieder am Start, heute mit der 8. Episode. Und Freunde, ich habe wieder versucht, hier so leise wie möglich zu machen. Fenster geschlossen, Ventilator aus. Ich bin gespannt, ob es was gebracht hat. Wenn euch die heutige Episode gefallen wollte, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Checkt die Social Media Links in der Videobeschreibung aus, würde ich mich sehr darüber freuen. Checkt eventuell einfach mal mein Instagram vor allem aus und schaut bei Dying Heroes vorbei, da würde ich mich sehr darüber freuen. Warum? Schaut das Video von gestern an. Und ansonsten schreibt mir natürlich wieder eure Vorschläge in die Kommentare für die heutige Episode. Auch in der Videobeschreibung, wenn ihr FIFA 17 und die Ratings, die ich hier predikte, quasi inklusive vorbestellen wollt. Schaut bei Amazon einfach mal vorbei, holt die Deluxe, Super Deluxe oder Standardvariante. Ihr unterstützt mich damit ein bisschen, ich bekomme Provision für euch, kostet es nichts mehr. Und ich würde mich freuen, wenn ihr die Links zumindest mal auschecken würdet. Weiter unten sind auch noch weitere Links. Lohnt sich also auf jeden Fall. So, ich würde sagen, genug geschnackt. Wir fangen an mit dem ersten Spieler für diese Episode. Habt ihr euch gewünscht und das ist einer der beliebtesten Spieler, die es überhaupt so gibt auf der Welt und sein Name ist David Alaba. 85er Rating dieses Jahr, ich nehme ihn nächstes Jahr auf 87 hoch. Warum? Naja, ganz einfach, ich habe das ja erläutert mit den Ratings. Ob ihr das wirklich so machen würdet, ist die Frage, aber ich finde trotzdem, dass Außenverteidiger, also hier bin ich nicht ganz objektiv, weil ich hier nochmal einen eigenen Willen mit reinnehme, ich finde, dass Außenverteidiger höher bewertet werden sollten als das höchste Rating 87. Das ist in meinen Augen einfach zu wenig, ja. Jede andere Position hat einen Spieler, der mindestens auf 88er Rating ist. Nur die Außenverteidiger nicht. Da ist allemal 85 der höchste. Jetzt zumindest mal auf 87. Wird wahrscheinlich der beste sein, aber ich denke mal, ist angebracht. 87 Tempo, 84 Dribbling, 85 Defending, 75 Physis, 83 Passen, 73 Shooting. Wir wissen alle, was Alaba für Qualitäten hat. Der kann theoretisch auch Mittelfeldspieler spielen oder Stürmer sogar. Der ist sowas von genial und er hat sich gerade in der letzten Saison in meinen Augen auch dieses Rating verdient, denn er hat, auch wenn er ab und zu mal gefehlt hat, immer wenn er gespielt hat eigentlich, konstant gute Leistungen gebracht, ist in meinen Augen immer noch ein Spieler, der Entwicklungspotenzial hat, vielleicht wird er sogar noch besser und gerade weil er so flexibel einsetzbar ist, vielleicht einer der wertvollsten Spieler im Bayern-Kader. Nicht umsonst bietet Real, ich glaube, 60, 70, 80 Millionen für den. Ich hoffe, er bleibt bei Bayern, denn das ist wirklich ein Spieler, der in den nächsten Jahren extrem wichtig für sie werden wird. Und mit dem 87er Rating zeigt das es auch endlich mal in FIFA. Wie gesagt, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Meint ihr, dass die Außenverteidiger auch so hoch bewertet werden sollten oder nicht? Ich bin gespannt. Wir kommen zum zweiten Spieler. Und dieser zweite Spieler ist auch eine ziemlich nice Karte, denn es handelt sich um Julian Draxler. Letztes Jahr 81er Rating, im Winter geupgradet worden, von einem 80er Rating auf die 81, im letzten Sommer von Schalke zu Wolfsburg gewechselt. War ein Fehler insofern, dass Wolfsburg ja leider Gottes eine solche Saison hatte und nicht auf die internationalen Plätze gekommen ist. Allerdings hat sich Draxler persönlich in meinen Augen nochmal weiterentwickelt. Er hat nicht so schlecht gespielt, wie man denken könnte. Schürrle war deutlich schlechter in meinen Augen und gerade auch bei der EM hat Draxler mich sehr, sehr überzeugt. Das Spiel gegen die Slowakei war einfach nur picobello und von daher das kleine Upgrade auf 82 plus 3 Tempo, weil ich finde Draxler nicht so langsam. Ich finde, 77 ist einfach zu wenig für den. So langsam ist er nicht. Er ist kein absoluter Pace-Abuser wie so ein Douglas Costa oder so, aber langsam ist er trotzdem nicht. 86 Dribbling dazu, 80 Shooting, 81 Passen. Ihr seht schon, nur ganz marginale Stat-Upgrades, immer so plus 1, plus 0 bei Defending, aber trotzdem zumindest mal das Overall-Upgrade auf 82. Ich denke mal, das kann man verantworten. Er ist immer noch ein Talent, hat immer noch eine Menge, Menge Potenzial, vielleicht sogar noch mehr als Alaba, also was er noch ausschöpfen kann, aber er hat auch niedriges Rating. Ich denke mal, ihr versteht, was ich meine. Und schade für ihn, dass er nicht international spielen wird. Er darf ja nicht wechseln, aber ich denke, das würde ihm vielleicht nochmal ganz gut tun und vielleicht kann er Wolfsburg ja wieder in den internationalen Wettbewerb reinschießen und ich habe ganz stark die Vermutung, dass der noch von sich hören lassen wird in den nächsten Jahren als ganz, ganz großer Spieler und nicht nur als einer bei Wolfsburg oder Schalke irgendwo in der Bundesliga bei Euroleague-Clubs, sondern vielleicht sogar irgendwann beim Champions-League-Sieger. Wir werden sehen. Dritter Spieler, der wird auf lange Sicht erstmal nicht Champions-League spielen, aber zweite Bundesliga, Ivar Fossum, mal ein 96er und dem habe ich eine 73 gegeben. Ich muss dazu sagen, ich bin in dieser Episode relativ optimistisch mit den Ratings gewesen. Ich habe sie eher höher angesetzt als niedriger, habt ihr schon bei Alaba gesehen, gerade auch bei Draxler. Der hätte man auch eine 81 lassen können, weil er seine Saison nicht so gut war, sondern nur die EM. Bei Fossum seht ihr das jetzt auch. Der hat allerdings in meinen Augen eine ziemlich gute Rückrunde gespielt für seine Verhältnisse. Es wurde erst spät auf ihn gebaut, ganz klar, aber unter Ständen ist er aufgeblüht. Und auch in der zweiten Liga hat er in den ersten beiden Spielen bisher sehr, sehr gut bewiesen, dass er definitiv ein Spieler ist, mit dem zu rechnen sein wird. In Norwegen wurde ihm mehr Talent nachgesagt als Ødegaard und er spielt zumindest schon mal in der ersten Mannschaft oder hat in der ersten Mannschaft gespielt in der Bundesliga, jetzt in der zweiten Bundesliga. Und Ødegaard ist ja jetzt immer im Haus geliehen worden an Rennes.
ist es, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Aber trotzdem, die beiden sind so auf einem Level. Und ich denke mal, 73 könnte man Forsum auch geben. Er ist ein bisschen älter als Ødegaard, aber er ist wirklich ein guter Spieler. Letztens sein erstes Tor gemacht. Er ist ein Allrounder im Mittelfeld. Er kann defensiv ein bisschen was. Er ist offensiv stark. Er kann schöne Pässe spielen. Er ist am Ball stark. Hat noch eine Menge Potenzial natürlich auch. Natürlich nicht ganz so viel wie ein Draxler oder Alaba. Aber trotzdem guter. Ist ja auch mein Lieblingsspieler. Somit Søberg bei 96. Und dementsprechend dieses Upgrade für ihn. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich finde, 73 ist in Ordnung. Man könnte auch 72 nehmen. Oder 71 vielleicht sogar. Aber wie gesagt, ich war mit den Ratings ein bisschen optimistischer und habe sie ein bisschen höher angesetzt. Auch beim vierten Spieler. Und das ist André De Gea. David De Gea. André? What the fuck? David De Gea. Ja, der Manchester United Keeper, der lange, lange Zeit mit Real Madrid in Verbindung gebracht wurde, jetzt nicht dahin wechseln wird, sondern bei United bleibt. United hat vom Kader her vielleicht eines der stärksten Teams der Liga. Gar keine Frage. Vielleicht das stärkste Team. Mal sehen, was sie daraus holen können. Jetzt zuletzt gegen wen haben sie gestern überhaupt gespielt? Sie haben auf jeden Fall 2-0 gewonnen gegen Southampton. Genau, Ibrahimovic mit 2 Toren, De Gea ohne Gegentor. Und De Gea ist in meinen Augen fast auf einem Level mit Neuer und damit der mitbeste Torwart der Welt, der zweitbeste in meinen Augen. Für mich sind das so momentan auf Platz 1 Neuer, dann De Gea und dann kommen wir so auf einem Level Hart. Ja, tatsächlich. Buffon, Handanovic, Jori und Courtois. Aber De Gea ist nochmal eine andere Liga als die drei und vielleicht sogar ähnlich wie Neuer und dementsprechend das 89er-Rating. Ist plus 3, ist für einen Torwart krass. Die Stat-Upgrades sind nicht so krass, aber seine Stats waren halt einfach schon gut und ich finde, er hat es verdient. Letzte Saison war er der Grund, warum Man United im Endeffekt noch in die Euroleague gekommen ist, weil er konstant gut gespielt hat. Dazu war er auch bei Spanien nicht sonderlich schuldbelastet, dass die bei der EM nicht so sonderlich toll waren. Und allgemein ist der einfach ein klasse Keeper, der immer noch relativ jung ist, auch noch eine Menge Potenzial hat. Von daher für mich 89 angebracht. Wie seht ihr das? Schreibt es in die Kommentare. Seht ihr Neuer deutlich stärker? Seht ihr De Gea deutlich stärker? Seht ihr die beiden gleich stark? Seht ihr De Gea so wie ich ein bisschen schwächer oder zumindest mit dem Rating her ähnlich wie Neuer? Ich bin gespannt, aber das überlasse ich jetzt mal euch. Meine Prediction ist 89, zumindest wäre das angemessen. Ist ein bisschen hoch, genau wie die letzte Karte eventuell. Ihr seht schon, Riyad Mahrez 83, dazu komme ich gleich. Nochmal ganz kurz zu De Gea gesagt, es kann auch sein, dass er auf 88 geht. Es war halt einfach optimistisch, genauso bei den drei anderen und bei Mahrez auch. Also Mahrez hat letzte Saison so gespielt, dass er Spieler der Saison geworden ist. Ob er es diese Saison wiederholen kann, wir werden sehen. Gegen Hull City sah er schon mal nicht so stark aus von Leicester allgemein, aber das lag ja nicht nur an Mahrez. Er hat ein Angebot von Arsenal jetzt ausgeschlagen im Endeffekt, geht dann nicht hin, hat seinen Vertrag verlängert, genauso wie Vardy. Und er hat in meinen Augen absolut das Potenzial, der Leistungsträger zu werden, auch diese Saison wieder. 83 in meinen Augen angemessen, plus 2 Tempo, plus 5 Shooting, plus 3, Shooting, plus 5 Dribbling, plus 5 Passen, plus 2 Defending und plus 3 Physis. 5 Star Skills sollte er auch haben. Die Sache ist jetzt bei Mahrez, wird EA das wirklich so machen? Weil es ist halt ein riesiges Upgrade. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es nur 81 oder 82 geben, aber für den Spieler der Saison in der Premier League sollten vielleicht sogar 84 drin sein. Deswegen sage ich 83. Ist, denke ich, ein guter Kompromiss. Er hat es verdient. Er ist ein super Spieler. Er hat mega Talent. Er ist trickreich. Er hat einen extrem starken linken Fuß. Er kann Elfmeter schießen. Das können auch nicht unbedingt alle Fußballer. Der ist einfach ein ziemliches Genie. War ein Gem. Leicester hat ihn unglaublich gut ausgebildet und das sollte sich auch im Rating widerschlagen. Was sagt ihr dazu? Welches Rating würdet ihr ihm geben? Ich eine 83 und ich könnte mir vorstellen, dass ihr es macht. Könnte aber auch ein bisschen lower sein. Wie gesagt, in dieser Episode waren die Ratings ein bisschen hoch angesetzt, ein bisschen optimistisch, aber vielleicht ist das ja auch gar nicht so falsch. Das war's von dieser Episode. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, dann würde ich mich darauf freuen. Ich bin hier schon wieder am Sweaten bis zum geht nicht mehr, weil es in diesem Zimmer einfach viel zu warm ist. Deswegen bin ich das jetzt mehr oder weniger schnell. Schaut in der Videobeschreibung bei den Links vorbei. Holt euch FIFA 17, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und ja, schaut auf meine Social Medias vorbei. Würde ich mich darüber freuen. Wir sehen uns bei der nächsten Prediction am Mittwoch wieder oder beim nächsten Video. Das kommt morgen schon. Montag kommt Karrieremodus, könnt ihr euch auch drauf freuen. Also ich würde sagen, Malta, deine Hitze kann zumindest mein Videocontent nicht von der Quantität beeinflussen. Von der Qualität vielleicht ein bisschen, weil es hier halt. Naja, egal. Bis dann, macht's gut, haut rein und ciao.